Die EU-Befürworter sind jetzt nervös, man merkt's. Da ist die EU-Befürworter, im Tagesanzeiger habe ich das gelesen, vom Nationalrat Rudolf Strahm, den Aufruf erbittert, die EU-Debatte verschieben, weil sie sei verunsichert und kontraproduktiv. In diesem und nächsten Jahr sollte die EU-EWR-Debatte aus Klugheit nicht hochgefahren werden. Klar, nächstes Jahr sind Wahlen, wenn Sie es noch nicht wissen. Parteien und Verbände, die für eine Öffnung sind, sollen im Wahljahr 2011 der SVP keine Wahlkampfmunition auf dem Servierteller anbieten. Merken Sie den Widerspruch, der da ist? Nicht drüber schnurren! Jetzt kennt man die Strategie der Gegner. Zeit gewinnen, im Stillen da arbeiten wie Nühlmüsse, die Wähler umgehen, institutionelle Bindungen machen, ohne dass wir es merken, durch Kommissionen. Ziel, lieber der SVP Schaden als der Schweiz nützen. Und auch in der EU wird man natürlich nervös. Das sehen natürlich die EU-Bürger. Es gibt auch ein anderes System. Man kann es auch anders machen. Und denen geht es noch besser in der Schweiz. Das ist jetzt blöd. Jetzt haben die ein anderes System. Ein kleiner, direktdemokratischer Weg, wo das Volk das letzte Wort hat. Und er funktioniert. Darum sagt der Ratspräsident der EU, unsere Bundespräsidentin und der Kommissionschef, der Barroso, jetzt muss eine gemeinsame Arbeitsgruppe auf den Tisch und ihr müsst das künftige EU-Recht übernehmen. Das ist für uns viel zu kompliziert. Begriff ich, ja. Wenn du alles gleich machst, ist es weniger kompliziert. Und ganz nebenbei hat er dann auch noch gesagt, die Schweiz soll dann auch da für die armen Beitrittsländer noch Hilfsmilliarden locker machen. Oder gestern im EU-Parlament, das ist ein wunderbarer Bericht, der schreibt, man hat Verständnis für den Sonderweg der Schweiz. Danke vielmals. Wir haben auch Verständnis für euren Sonderweg und macht ihr den, wenn ihr den wollt. Wir machen diesen und ihr euren, das ist ja schliesslich Zweck von der Übung. Aber dann geht es weiter. Das ist nur, grundsätzlich haben sie Verständnis für die Schweiz. Und da müssen sie sich sowieso merken, wenn ein Politiker sagt, grundsätzlich bin ich einverstanden, ist er dagegen. Nein, die grundsätzliche Zustimmung ist die höflichste Form der Ablehnung und die sind ja höflich. Sie sagen, aber sie fordern eine einheitliche Anwendung der Personenfreizügigkeitsabkommen und die Anpassung an das neue EU-Recht. Jetzt geht es weiter. Nicht nur da, wo wir beschlossen haben, da, wo noch kommt, müssen wir auch noch gerade übernehmen. Und warum? Unter anderem der freie Zugang zu den Hochschulen auch für alle EU-Bürger. Meine Damen und Herren, da werden Sie dann noch sehen, was das kostet. In der EU, nur einfach um die praktischen Folgen zu sehen, in der EU haben ja die meisten Länder einen Numerus Clausus. Und die Studenten, die dort nicht herkommen, kommen dann in die Schweiz. Und was machen wir dann? Entweder baut man mehr Hochschulen oder machen auch den Numerus Clausus, aber der Numerus Clausus gilt dann auch für die Schweizer. Also es gilt dann für alles gleich. Wenn ich an die Hochschule St. Gallen denke, an die Universität, dort weiss ich von den Deutschen, die dort wollen, kann man nur einen kleinen Teil nehmen. Die muss man dann alle nehmen. Und dann muss man eine Nummer aus Klausus machen, dass auch die Schweizer nicht alle kommen können. Oder wir bauen die Universitäten. Alles so weltfremdes Zeug. Und das sind nur kleine Anpassungen, habe ich nämlich gelesen. Ja, das sage ich eigentlich nicht so substanziell. Ja, können Sie sich vorstellen. Weiter heisst es in diesem Bericht, man fordert kurzfristig horizontale Lösungen für bestimmte institutionelle Fragen. Aber wenn Sie es nicht verstehen, liegt es nicht an Ihnen.
Kurzfristig horizontale Lösungen. Wahrscheinlich liegen die alle beim Schaffen. Horizontale Lösungen für bestimmte institutionelle Fragen sind wir schon wieder dort. Das sind alles schöne Formulierungen für die Hand heben wir auf euch da. Früher oder später. Weiter, Abbau der Zersplitterung bei Beschlussfassungssystemen. Welche sind echt gemeint? Wahrscheinlich unseres. Wir haben ja Zersplitterung, oder? Wir haben den Bundesrat, wir haben das Parlament und wir haben das Volk. Und wenn das fest versplittert, muss das Volk wegnehmen. Weiter geht's. Wir müssen nur die Wörter hören. Einführung eines effektiven Konfliktbeilegungsmechanismus. Konfliktbeilegungsmechanismus. Ich habe das aufgeschrieben, aber es hat auf einer Zeit nicht Platz gehabt. Konfliktbeilegungsmechanismus. Was ist echt da drunter? Auf jeden Fall etwas Mechanisches. He? Etwas, was von selber gemacht wird. Also wir müssen nicht mehr den Konflikt lösen und schauen, sondern mechanisch muss das gemacht werden. Hure gefährlich. Weiter, über den bestehenden institutionellen Rahmen hinauszugehen und vielleicht ein allumfassendes bilaterales Abkommen abzuschließen. Allumfassend. Das heißt, ein Abkommen, jetzt sind wir beim Rahmenabkommen. Wir übernehmen euer Recht. Fertig, Schluss. Damit sind wir beim EWR-Problematik, nämlich, das ist ja ein Kolonialvertrag. Immer gewesen. Also es haben sogar Staatsrechtler geschrieben, da kann man die zitieren, wie sie es geschrieben haben, die schreiben es nicht mehr dazu. Sie haben gesagt, das ist eine Hegemonie. Ein anderer bestimmt das Recht über ein anderes Land und ihr habt es zu übernehmen. Sonnige Verträge jetzt gar zwischen Indien und England dort mal, wohin die Kolonie war, zwischen Belgien und Kongo, ist klar, oder? Das sind Kolonien gewesen. Aber das hat man freigegeben, jetzt führen wir es wieder ein. Und zwar für die Schweizer. Gegenüber der EU. Und da hat es nicht einmal einen, der in Bern Tafeln aufhebt, sondern sagt, ja, das ist noch interessant, das sind interessante Lösungsansätze. Hey, meine Damen und Herren, es verbirgt sich da ein Haufen drunter. Und im Wahljahr wird mir das alles zudecken. Wieso wollen wir denn eigentlich nicht in die EU? Für die, die es nicht merken, und wenn ich sage, mir nicht glauben, die haben ja gern, wenn es ein Ausländer sagt. Also zitiere ich die Frankfurter Allgemeine. Die hat vor einem Monat geschrieben, ich lese Ihnen das. Wer in der kleinen Schweiz auf gut einstündiger Fahrt von Zürich nach Chur durch vier Kantone kommt, ebenfalls zählt er unterschätzt unseren Föderalismus, sind nämlich fünf, hat unseren Föderalismus, er hat den unterschätzt, aber er kommt doch zum Schluss, wenn er schon durch vier Kantone kommt. Für den ist Brüssel eben weit weg, sagt er. Der hat es gemerkt. Wer in Volksabstimmungen selbst über Bauplanungen in der Gemeinde und Schulpfleger entscheidet, kann mit den oft undurchsichtigen Entscheidungsprozessen in der Europäischen Union wenig anfangen, schrieb er. Wer auf die Freiheit des Individuums setzt, dem sind die Normierungsbestrebungen in der Europäischen Kommission und der Hang zur Gleichmacherei in manchen EU-Staaten ein Gräuel. Er hat recht und wir sind für die Freiheit des Individuums und das ist für uns ein Gräuel. Und wieso sollten wir jetzt dort die, wo es uns ein Gräuel ist? Und das weiss man natürlich in der EU, oder? Weil es gibt kein Argument, kein überzeugendes politisches und wirtschaftliches Motiv für uns dort hier zu gehen. Müssen Sie mal das Interesse von diesen Ländern anschauen, darum sage ich immer, das ist ja uns gleich, wenn die das wollen, können ja die so eine Konstruktion machen. Ja, die sind ja souverän. Aber sie haben alle ein Interesse gehabt. Nach dem Krieg hat die ursprüngliche Sechsergemeinschaft
Das war ja eine Friedensgemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Das müssen wir zusammenheben, damit man nicht Krieg macht. Das ist ja noch gut verständlich und hat auch niemand etwas dagegen gehabt. Aber wir sind hier schon nicht Mitglied geworden, weil wir sind ja nicht im Krieg gewesen. Dank unserer Neutralität und Wehrbereitschaft sind wir verschont von den beiden Weltkriegen übrigens. Später ist dann Großbritannien dazugekommen, nicht also widerwillig. He? Die sind auch heute noch, die sind halb drin und halb draußen. Die merken es natürlich. Bei Schengen haben sie es ganz gut. Dort haben sie das Opting in. Also nicht das Opting out. Die sind nicht drin und können einzelne Sachen rausnehmen, sondern die sind offiziell draußen und können einzelne Sachen übernehmen. Großbritannien hat gedacht, ihr Weltreich, die Commonwealth, ist untergegangen, oder? Das war ihr Reich gewesen. Also gehen wir in die EU, vielleicht können wir das ein bisschen ersetzen. Dann ist Irland, die Staaten von Südeuropa, ist es klar gewesen, die haben gesagt, wenn wir dort hingehen, es gibt Geld. Das mehrt den Wohlstand. Die haben auch Interesse gehabt. Aber die Schweiz hat dort nicht können mitmachen. Wir haben hier schon einen Wohlstand und Bruttosozialprodukt von gekommen. Sind wir schon weit drüber gelegen. Für die Staaten von Osteuropa ist es doch klar gewesen, die müssen die kommunistische Vergangenheit abschütten. Die haben da übrigens, wenn du mal mit diesen Ländern reden, namentlich da im Norden, da, in Finnland und so, die wollen eigentlich alle nicht dabei sein, aber ist ja klar, wenn du nur eine Wahl hast zwischen der EU und der kommunistischen Herrschaft und dann namentlich das grosse Russland, gehst du halt eher dort durch, begreife ich ja. Aber für die Schweiz, ja, ich weiß nicht, die EU-Befürworter haben auch Mühe, das zu sagen, oder? Also das Untergangsszenario können sie nicht mehr bringen, jetzt haben sie nichts mehr. Und der in der Frankfurter Allgemeine hat recht, Schlussfolgerung. Die Schweizer sind zwar überzeugte Europäer, in der EU wären sie jedoch in erster Linie unwillige Mitglieder. Da haben sie recht. Schauen Sie, es gibt ja nichts Neues unter der Sonne, oder? Das war schon immer da gewesen. Das hat schon der Napoleon gemerkt. Und er in die Schweiz kam, sagt, ja, wir müssen die Schweiz so machen und ihr müsst hier dabei sein. Er ist gleich wieder gegangen. Also zuerst hat er noch den Goldschatz mitgenommen, das ist klar. He? Den hat er gehabt. Und dann ist er gegangen und hat gesagt, mit diesen Schweizern, das sind trümmelige Keime, du kannst nicht anfangen. Er redet überall drin und jeder weiß es besser und kantonale Vielfalt ist wieder gegangen. Und so wäre es auch bei uns in der EU. Lasst doch uns in Ruhe. Lasst doch die komischen Kerle hier auf dieser Insel endlich einmal in Ruhe. Denn wie gesagt, es gibt Druck von außen. Druck von außen. Da höre ich auch bei Leuten, die glauben es dann am Schluss, wir stehen doch unter Druck. Also zuerst müssen sie wissen, wir stehen seit 700 Jahren unter Druck. Nein, immer haben wir Druck. Das kommt schon in der politischen, geschichtlichen Literatur vor. Sie müssen nur wieder mal den Wilhelm Tell vom Schiller in die Hände nehmen, das dichterische Werk. Dort, der unerfahrene Höfling da, der Junge, der wollte modern sein und gesagt hat, ich verstehe die Zeichen der Zeit, wenn ich das einmal lese, habe ich das Gefühl, er könnte bei uns ein EU-Professor sein. Er sagt da zu seinem erfahrenen Freiherr von Attinghausen, ein Alter, der auf ganz anderer Meinung ist, sagt er vergebens, da, der Höfling Rudenz sagt, vergebens, widerstehen wir dem König? Vergeblich widerstehst du dem Druck von außen. Die Welt gehört ihm, dem König. Wollen wir allein uns eigensinnig steifen und verstocken, wenn wir so eigensinnig sind und Eigenbrötler sind? Wollen wir uns eigensinnig steifen und verstocken, die Länderkette ihm zu unterbrechen, die er gewaltig um uns gezogen? Könnte ja heute einen EU-freundlichen Professor geschrieben haben. Ja, die sagen uns das. Ich meine wegen dem Inhalt, nicht wegen dem schönen Blankvers. Also das ist gemeint. Aber der alte Freiherr sagt,
Widerstand zur Gewinnung der Freiheit, das und das geht's. Nicht Anpassung, nicht Verzicht auf Souveränität. Ich finde, es ist alles so immer da gewesen. Und wenn es ja schlecht rausgekommen wäre, wären wir ja nicht mehr da. Wir sind ja noch da. Das hätte der Freiherr von Attinghausen wahrscheinlich nicht gewusst, dass wir 700 Jahre noch da sind. Und die Künsteleien da, die Vernünfteleien, es gibt eine neue Souveränität. Man muss den Souveränitätsbegriff ein bisschen abändern. Das ist nichts da. Schauen Sie, wir sollten bei dem Begriff bleiben. Was ist eigentlich Souveränität? Also Sie können anschauen im Duden, dann wissen Sie es. Souveränität ist die Verfügungsgewalt eines Staates über sein Hoheitsgebiet, Rechtsgleichheit mit anderen Staaten und Unabhängigkeit von anderen Staaten. In Demokratien ist der Träger der Souveränität das Volk. Fertig, das habe nicht ich geschrieben. Das schreibt der Duden, das gilt für alle. Und jetzt kommen die Schlaumeier und sagen, ja, die Souveränität müssen wir jetzt halt abändern. Dann kommen wir schon in die EU. Eben, gemeinsam wahrnehmen, übertragen. Zur Wahrung der Souveränität, ich will Ihnen die Sprüche alle vorlesen. Das ist alles da, die der Avenir Swiss Geschichte, wo da so eine Denkfabrik ist und sagt gegen Denkverbote. Ja, finde ich auch. Aber man sollte nicht nur eine Richtung denken, man sollte immer in mehreren. Ein Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum muss man prüfen und längerfristig eine Mitgliedschaft der Europäischen Union. Das ist vereinbar mit der Souveränität, muss ich einfach übertragen. Meine Damen und Herren, man muss aufpassen. Das ist ein altes System der Diktaturen, die Wörter so missbrauchen, dass man es nicht mehr versteht. Deutsche Demokratische Republik. Wissen Sie noch, DDR? Deutsche Demokratische Republik. Weder eine Demokratie noch eine Republik. Man kann sie so lange abändern, bis sie natürlich einen Namen hat, der gut tönt. Wo Wörter ihre Bedeutung verlieren, verlieren Völker ihre Freiheit. Das wird sehr. Ihr könnt beobachten, ich habe die 1. August-Rede verfolgt. Da sagen hohe, linke und halblinke Redner, was die über die Souveränität sagen. Also Moritz Leuenberger hat das letzte Jahr am Parteitag gesagt, von der SP, wir müssen der EU beitreten. Jetzt hat doch von Leuten gestern am 19. gesagt, nein, wir müssen nicht beitreten. Aber der findet, man müsse beitreten. Er ist also als Kollegialitätsprinzip gebunden. Er muss das sagen, was die Regierung beschlossen hat. Also nehme ich an, wir müssen der EU beitreten. In Austritt hat er auch eine 1. August-Rede gehalten. Was sagt er? Wir tun gut daran, nicht möglichst lange die Augen zu schließen und an einen Mythos zu glauben, der ewig aufrechtzuerhalten wäre. Souveränität ist schon Mythos. Steht aber als vorderstes Ziel in der Bundesverfassung, wo er darauf geschworen hat. Schon Mythos. Merken Sie, wie das Zeug da, merken Sie, warum ich das Wort Verrat in meinem Titel habe, wird sie verraten. Der Altbundesrat Guspa hat am letzten Sonntag auch geantwortet auf die Frage, ja, wie ist dann die Entwicklung der EU für die Schweiz, was bedeutet das? Dass wir uns anpassen müssen. Dem kommt nichts anderes in den Sinn als Anpassung. Meine Damen und Herren, es sind jetzt 70 Jahre her, wo ein Bundesrat von der Anpassung geredet hat. Er sagt dann, selbst wenn die SVP 5 Bundesräte hätte und vorausgesetzt diese 5 wären durchschnittlich intelligent, würden auch sie den Weg der Anpassung wählen. Meine Damen und Herren, jetzt müssen Sie die Begründung hören, warum man die EU will. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt doch keine richtige. Er sagt, ja, wegen dem starken Franken müssen wir jetzt in die EU. Der will in die EU in eine Schwachwährung.
Sie, da wären wir schon lange der 51 Staat von USA. Früher ist einmal der Dollar frei Franken gewesen und jetzt ist er ein Franken. Wir hätten schon lange müssen in die EU. Und der Rubel, der ist auch ganz immer schwach geworden. Wären wir in der Sowjetunion. Und am besten gingen sie wahrscheinlich, würden sie Mitglied irgendwie im Sudan oder so. Da hätten wir eine ganz schwache Währung. Schauen Sie, das ist ja dermaßen stupid. Und jetzt habe ich das verstanden mit der durchschnittlichen Intelligenz. Und ich muss Ihnen zeigen. Und da muss ich Ihnen sagen, da hoffe ich dann schon, dass die 5 SVP-Bundesräte, die er hier erwähnt, nie auf die durchschnittliche Intelligenz absinken. Das Gleiche ist von der Bundeskanzlerin früher, die hat ja mal ein Nein geschworen, die redet ohne weiteres, die Unabhängigkeit gegenüber der EU ist ein Mythos, oder? Merken Sie, wie das Zeug unterlaufen wird? Dabei, ich sage es nochmal, ich kann es nicht genug erwähnen, die besonders gute Stellung von der Schweiz verdanken wir allein der besonderen Staatsform der Schweiz. Von einer Verfassung, wo dank der direkten Demokratie Bürger das letzte Entscheidung haben. Und dieser Sonderfall, der muss gewalttätig kaputt gemacht werden, weil das natürlich vielen nicht passt. Man will doch nicht, dass das Volk reinschnurrt. Dann kannst du dir wegen alleine gehen. Und der ist richtig, wird dann nicht mehr nachgefochten. Neutralität in der Bundesverfassung enthalten, den gibt es doch nicht mehr, wenn wir dort hingehen. Neutralität ist ausgeschlossen. Wenn wir die Neutralität aufgeben, das ruft nach Krieg. Das haben sie im letzten Jahr gemerkt. Stellen Sie mal vor, den Stumpfsinn, den wir hier in Bern nicht machen wollen, mit Soldaten Geiseln befreien in Libyen. Auch so eine Bieridee. Wenn das geraten wäre, was wäre passiert? Retourkutsche, so gibt es Krieg. Und wenn es nicht geraten wäre, von der ganzen Welt lächerlich und auch noch Retourkutsche. Die Schweizer haben schon gewusst, warum sie gesagt haben, Neutralität heisst stille sitzen, nicht die alte Tagsatzung gesagt, stille sitzen, nicht rausgehen, bleiben die heim, machen eure Arbeit. Schnurren könnten draussen andere. Und meine Damen und Herren, jetzt muss ich es halt ernst machen. Wenn unsere Unabhängigkeit nur noch als Ski-Unabhängigkeit bezeichnet wird, als Mythos, wie vertut sich das eigentlich mit dem Amtseid von Bundesräten, Bundeskanzler und Bundesparlamentarier vereinigen? Ich schwöre vor Gott, dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen. Was sagen jetzt denn die zwei Neuen, die da gewählt werden am 22. Heben die Finger auf, ist eine feierliche Atmosphäre. Sie verpflichten sich auf die Beachtung der Verfassung. Und in der Verfassung steht ganz vorne, Artikel 2 schon, die Schweizerische Eidgenossenschaft, also das ganze Land, schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und Sicherheit des Landes. Zuvorderst. Man muss denn da einen noch Zielsetzung suchen. Was wollen wir da noch paritätische Kommission machen? Das Ziel ist gegeben. Und im Artikel 173 geht die Aufgabe vom Bundesrat, nicht nur von der ganzen Schweiz, sondern Bundesrat und Bundesversammlung, steht als Befehl. Sie treffen Maßnahmen zur Wahrung der äußeren Sicherheit, der Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz. Das heißt zu machen. Und da heißt es zu Befehl. Und ich schwöre noch, dass ich es mache. Oder Sie schwören es noch. Darum, meine Damen und Herren, was da gemacht wird, das ist mit dem Eid nicht vereinbar. Fertig. Aber ich weiß schon, wo kein Richter ist, kein Henker, wo kein Kläger ist, kein Richter. Aber sagen müssen wir es. Und verlieren die Bevölkerung. Schauen Sie, Sie reden ja immer von Strategie. Jetzt kommen wir von der Politik weg. Ich komme ja aus der
Wirtschaft, das drin ist wie ein Unternehmer. Ich weiß also, was das heisst, führen. Ich musste das ganze Leben müssen führen. Und ich weiß, wenn du schlecht führst, gibt es einen Kappis. Wenn du gut führst, kommt es gut raus. Und wir kennen ja mein, so, mein Motto: Es gibt keine schlechte Mitarbeiter, es gibt nur schlechte Chefs. Oder? Aber wenn Sie dann von Strategie reden, was ist denn da los? Was ist eine Strategie? Nehmen Sie den Duden wieder für, es ist nämlich stinkeinfach. Strategie ist ein genauer Plan des eigenen Vorgehens, der dazu dient, ein Ziel zu erreichen. Ein Ziel zu erreichen, das steht im Mittelpunkt. Wer kein Ziel hat, hat keine Strategie. Und wer keinen Plan hat, auch nicht. In der Europapolitik haben wir beides nicht. Es gibt keine Strategie ohne klares Ziel. Wohin will man? Was will man erreichen? Neuerdings sagt man, wenn ich da die Pressekommuniqué schaue von dieser ominösen Pressekonferenz, neuerdings heisst es drinnen, die Schweiz im europäischen Raum verankern. Was heisst das? Was ist da für eine geschwollene Sache da? Im europäischen Raum verankern, ich stelle mir das vor, so die Anker da, wo man im Boden hier, da irgendetwas gibt. Oder will man darüber reden? Oder besonders nicht darüber reden im Wahljahr? Und jetzt ist die grosse Rettung. Was ist die Europapolitik? Der bilaterale Weg. Gehört es überall. Gibt sogar, habe ich von einem Wirtschaftsvertreter gehört, ich bin ein Bilaterist. Aha, klingt fast wie Infanterist. Sie werden im Wahljahr jetzt hören, CVP und FDP, ja, der bilaterale Weg, der bilaterale Weg. Was ist das? Natürlich sind Sie jetzt erinnert an einen schönen Spruch, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Das hört man ja so und da hat man gern, da gibt es ein wohles Gefühl, oder? Es ist eine typische Erscheinung von der Freiheit und Vergnügen. Der Weg ist das Ziel, oder? Wird einem ganz wohlig zumut, oder? Muss nie nichts mehr an, ist gleich woher. Kannst machen, was du willst. Der Weg ist das Ziel. Darum hat man so ein zustimmendes Gemurmel, wenn einer das sagt. Du musst nicht mehr weiterdenken. Und das Erreichen von einem Ziel ist eben mühsam, verpflichtend. Und das hat man nicht gern. Darum, dass bei unfähigen Managern ist es ja immer so, der Weg ist das Ziel, oder? Bei Politikern natürlich, da müssen sie sich nicht festlegen. Meine Damen und Herren, genau angeschaut. Jetzt rede ich nicht politisch, sondern führungsmäßig. Das ist einer der allerdümmsten Sätze, die es gibt. Das ist der dümmste Satz, den es gibt. Hat auf jeden Fall nichts mit einer Strategie zu denen. Der Weg ist nie ein Ziel. Das gilt vielleicht so, wenn Sie mit der Familie gehen, laufen am Sonntagnachmittag. Aber auch dort ist es höchstens. Stimmt für die Eltern. Die Kinder haben genau das Ziel, nämlich das nächste Restaurant. Und darum, das kann kein Ziel sein. Aber es ist ja einfach, das Ziel ist ja gegeben. Wir müssen ja gar nicht suchen. Bundesverfassung. Artikel 173, 85, sind ja noch schöne Sprache gerade hier, oder? Man hat das also übernommen aus der Alten, darum ist es noch gut in der Neuen. Maßnahmen zur Wahrung der äußeren Sicherheit, der Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz, das ist das Ziel. Und was heisst das jetzt für 2010 konkret? Das Ziel der schweizerischen Außenpolitik ist die Wahrung der Sicherheit, Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz. Das ist uns ausgegeben. Und daraus, aus dem folgt, die Schweiz darf weder dem EWR, noch der EU, noch der NATO beitreten. Sonst setzen Sie die Zielsetzung in Frage. Und bilaterale Verträge sind vollumfänglich dieser Zielsetzung unterzuordnen. Das muss man auch den Wirtschaftsverbänden sagen. Nur weil man vielleicht eine Maschine mehr verkaufen kann oder 30 Kilo, wo man ein Produkt leichter über die Grenze bringt, rührt man noch nicht das Ziel der Bundesverfassung über den Haufen. Die bilateralen Verträge dürfen keinerlei institutionelle Bindungen eingehen. Kommt nicht in Frage. Sonst setzen Sie das da oben, die Unabhängigkeit, in Frage.
und der Rückzug des schweizerischen EU-Beitrittsgesuchs ist die zwingende Logik. Es ist logisch. Man muss nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist. Das ist Logik. Folgerichtig. Und es kann ja auch mal vielleicht auch in der Politik etwas Folgerichtiges passieren. Meine Damen und Herren, und es ist Aufgabe der Bevölkerung, es ist Aufgabe der Parteien, meinte ich, das durchzusetzen. Das ist schwierig, weil wir stehen einer riesen Front gegenüber, die als Gegenteil wird. Als Gegenteil wird. Ehrgeiz treibt es auf der einen Seite, weil man sagt, das ist gut, du kannst mit dem Grossen am Tisch sitzen und reden, mächtigen, kannst reisen, Blitzlicht von den Medien, Verantwortungen sind verwischt. Pekuniär ist es interessant. Wenn du mal schauen, wie viele Staatschefs und Minister, die da den Posten verloren haben, ihren Ländern, wie die plötzlich da als EU-Spitze Leute auftauchen, oder? Haufen dort einen Posten gefunden. Also ich, der jetzt gewählt worden ist im Bundesrat, wenn wir in der EU wären, käme ich jetzt dort wahrscheinlich einen Posten über. Ja. Aber nicht, dass sie meinen, ich kehre jetzt Meinung. Es ist aber auch Kleinmut. Man will aufgeben, weil die Kraft und die Energie man nicht mehr aufbringt. Nicht mehr die Interesse für das Volk wahrzunehmen. Das ist mühsam. Weil man keine Schwierigkeiten überwinden will. Kein Rückgrat hat. Lieber nachgeben und preisgeben. Und da sind die betroffenen Menschen in diesem Land. Sie sind auch die Betroffenen in der EU. Aber da müssen die dort entscheiden. Aber die politische Elite weiss, dass ich mit einer EU-Diskussion keine Wähler schollen kann. Weil das Volk dagegen ist und die brauchen ja Zustimmung, sonst sind sie nicht dort. Darum, meine Damen und Herren, ich habe keine Wahlkampfveranstaltung heute, aber ich muss Ihnen sagen, das ist der tiefere Sinn der Wahlen. Bei den Bundesratswahlen wollte ich wissen, heb ich denn im Bundesrat, wenn es um diese Frage geht? Natürlich ist jetzt Mode, nein, ich wollte auch nicht in die Tür, ich bin von der Bilateral weg. Das werden alle zusammen sagen. Ja klar, das sagt nichts. Und in Zürich sind im Frühling Kantonsratswahl und im Herbst Nationalratswahl in der ganzen Schweiz. Und ich muss Ihnen sagen, ich will in der SVP bin, die einzige Partei, die da Gegensteuer gibt, und zwar massiv Gegensteuer gibt, weil es nötig ist, ist die SVP. Die Wahlen 2011 werden zur Abstimmung über den EU-Beitritt. Weil das kann ich Ihnen sagen, wenn die Wahlen fertig sind, in den nächsten 4 Jahren geht es da los. Und ich bin überzeugt, wenn die SVP gönnt, was heute so aussieht, aber ist noch nicht ein Jahr, dann werden die anderen Parteien kehren und sagen, es geht jetzt nicht mehr. Politiker sind bei nichts so empfindlich wie bei Wahlniederlagen, weil das entzieht ihnen den Nährboden. Und darum stellen wir einen zweiten Vertreter im Bundesrat. Den werden sie ja nicht wählen, weil sie wollen ja die, die gegen den EU-Beitritt sind, nicht im Bundesrat. Das ist ja klar. Aber das ist jetzt ja noch vor der Wahl. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir die Schweiz unabhängig, neutral und sicher behalten können. Und darum haben die Wahlen eine tiefere Bedeutung, als zu sagen, ja, wer wird 0,2% gewinnen und ja, der wird etwas verlieren und dann bist du derselbe und der mit diesem und mit diesem jenem. Es geht um die Schweiz und das Schicksal, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen.